Jetzt begrüßen wir Oliver Thiele, der den meisten wahrscheinlich bekannt ist, weil sie über ihn überhaupt erst Typo 3 gelernt haben. Ja. Hallo. Oliver Thiele macht seit 15 Jahren Schulungen in Typo 3, ist vielen auch bekannt durch die von ihm herausgegebene DVD mit insgesamt wie viele Folgen? Ja, 13 Stunden waren es. Das war eine, ja. Oder beziehungsweise es waren mehrere DVDs in einer Pappschachtel vom Rheinberg Verlag damals. Das war dann noch zu Typo 3 6. Aber vielleicht kommt ja irgendwann noch mal was Neues. Das heißt, du bist auch relativ lang dabei. Wann hast du angefangen mit Typo 3? Das war 2002, ja. Und so richtig hauptberuflich, jeden Tag habe ich das Ganze mit der 3.5 Beta 4 gemacht. Das weiß ich noch ziemlich genau, weil ich damals sehr viel in der TSRF noch suchen musste. Und deswegen kann ich mich heute noch in jeden Schulungsteilnehmer reinversetzen, so ein bisschen, wenn er dann versucht hat, halt eben Typo 3 zu lernen. Es ist immer noch nicht einfach, aber es wird einfacher. Also tut sich eine ganze Menge im Typo 3 im Moment. Wie bist du dazu gekommen, also überhaupt mit Typo 3 anzufangen, nicht mit einem anderen System? Ja, ich habe damals, wo ich diese 3.2-Version da ausprobiert hatte, hatte ich auch schon mal gedacht, ich könnte mich selbstständig machen und hatte dann für einen Kunden ein CMS gesucht. Und da war so das erste Mal in Zeitschriften dann schon von Typo 3 die Rede. Ansonsten gab es sehr viele kommerzielle Systeme. Ich habe damals noch mit Plone und Soap oder so hießen sie, meine ich dann, habe ich dann mal gearbeitet und hatte dann aber gesagt, nee, Typo 3 ist irgendwie besser. Und ja, irgendwann hat meine alte Firma, die Werbeagentur, dann halt eben dicht gemacht und ich suchte halt eben einen neuen Job. Und dann hatte ich halt eben in einem Forum gesehen, dass jemand mit Typo 3 Kenntnissen gesucht wurde. Und das passte natürlich wie Faust ums Auge. Ich habe zwar noch nicht viele Kenntnisse gehabt, das stand auch schon gleich in der Stellenbeschreibung drin. Man muss nicht viel Erfahrung haben, weil es gab ja noch keinen, der Erfahrung hatte. Und das war halt eben so der Grund, warum ich damals dann mit Typo 3 in Berührung kam. Und ja, dann habe ich als sehr viel Support erst gemacht und dann kam schon relativ schnell die Schulung dazu. Und dann habe ich einige Jahre erstmal nur Schulung gemacht. Ganz fiktive Frage, was würdest du machen, wenn es Typo 3 gar nicht gäbe? Wenn es Typo 3 nicht gäbe, was würde ich machen? Entweder würde ich den Job machen, den ich damals mal im Praktikum gemacht habe, das wäre Schreinerei. Fand ich sehr toll, mit Holz zu arbeiten. Ganz andere Welt. Ich habe ja auch mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt, ganz früher. Radio- und Fernsehtechniker ist halt eben auch handwerklich und Handwerk macht mir auch irgendwo Spaß, aber irgendwo habe ich dann Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Und deswegen wäre ich wahrscheinlich in einem handwerklichen Beruf weiterhin geblieben. Okay. Jetzt zurück zu Typo 3. Was hast du am meisten? Es gibt ja auch Schattenseiten. Was hasse ich am meisten? Im Moment muss ich sagen, finde ich den Release-Zyklus ein bisschen zu schnell. Ein ganz klein bisschen langsamer könnte er vielleicht sein. Ich sehe es, weil ich sehr viel mit Agenturen zusammenarbeite und die sind teilweise überfordert, schnell genug halt ihre Kunden damit ein Update zu versorgen. Auch die Kunden sind nicht immer bereit, sofort die Updates zu machen. Ich glaube, anstatt anderthalb Jahre, vielleicht auf 2 Jahre zu gehen, fände ich jetzt zum Beispiel persönlich sinnvoller. Aber ansonsten, das, was ich im Moment in Typo 3 tut, das finde ich toll. Es wird immer besser von der Codebasis her. Die Funktionen werden immer besser. Also von daher sehe ich da sehr viel Potenzial und ich denke mal, das hat auf jeden Fall Zukunft mit Typo 3. Wo sind die Grenzen? Nach oben, nach unten, wo würdest du Typo 3 nicht mehr empfehlen? Also ich empfehle es nicht unbedingt bei Shop-Systemen. Das hat aber bei mir so eher den Sicherheitsaspekt, weil ein Shop-System möchte ich dann doch lieber getrennt haben. Mhm. Wenn Typo 3 eine unsichere Extension mal haben sollte, es sind ja nicht alle immer perfekt, dann muss nicht ein Shop-System mit betroffen sein. Das wäre so eine Sache, das würde ich eher separat sehen. Aber ansonsten finde ich Typo 3 toll, halt eben, um eigene Extensions zu entwickeln. Und damit kann man eigentlich alles erschlagen. Gut, ich bin jetzt nicht der normale Integrator, ich bin jetzt auch nicht ein Core-Developer, aber ich kann mir mit allen Sachen immer ziemlich gut helfen und dementsprechend ist es ein tolles Framework, um eigentlich alles mit umzusetzen. Also man kann ganz kleine Webseiten machen, wenn man sein eigenes Side-Package baut, man kann aber auch große Applikationen bauen, wo man sehr, sehr viele Domain-Models hat, wo es dann also wirklich richtig ins Eingemachte geht. Also ich finde, da ist Typo 3 eigentlich in allen Bereichen sehr stark. Welche Extension könntest du am schlechtesten verzichten? Oder welche ist dir am meisten ans Herz gewachsen? Es gibt eigentlich keine Extensions, die ich jetzt so direkt einsetzen würde, weil ich predige in den Schulungen immer, macht das meiste mit den Core-Funktionalitäten, wenn es irgendwie machbar ist. Weil ich einfach finde, das macht die Updates einfacher, das macht das System schneller.
ich muss mich nicht beim Update drum kümmern, dass ich dann irgendwie den anderen Entwickler dazu bekomme, dass er das Update mal irgendwann nachreicht. Somit werde ich auch nicht daran gehindert, relativ zeitnah diese Updates zu machen. Also Extensions mache ich immer sehr, sehr wenig und wenn, dann sind selbstgeschriebene. Was ist die News? Also die gehört ja quasi fast zum Kern. Es kommt drauf an. Habe ich zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen, die 3 Messetermine im Jahr darauf posten, dann finde ich es die News Extension übertrieben. Da kann man genauso eine Teaserbox definieren als Content-Element und dann hat man seine ganz normale Seite, die kann man dann damit ansprechen, das reicht vollkommen. Habe ich aber eine Webseite wie heise.de oder sowas, dann habe ich natürlich News ohne Ende, die muss ich dann auch irgendwie in unterschiedlichen Darstellungsformen bringen und da ist natürlich die News Extension wieder gut. Also es kommt immer drauf an, also dieses, ich muss immer das nehmen oder ich muss immer das installieren und mein Kunde wird nur glücklich, wenn das Ding vor Funktionalität strotzt, sehe ich so nicht. Es hat auch viele Vorteile, halt eben auf Basis zurückzugehen. Mit der puren Version, ja. Okay. Zum Abschluss, kurzer Ausblick in Zukunft, wo sind wir in 10 Jahren? Ich denke mal, dass Typo 3 immer stärker im Enterprise-Bereich sein wird. Man merkt es jetzt daran, dass Doctrine mit reingekommen ist, dass damit andere Datenbanken noch mit unterstützt werden. Also da tut sich eine ganze Menge. Performance-mäßig haben wir ja schon auch auf der T3-Con gesehen, sind wir ganz, ganz oben. Google selbst geht auf die Typo3-Community zu und ist daran interessiert, was wir da so Tolles machen. Und von daher denke ich mal, werden wir ganz stark natürlich die Enterprise-Kunden dann dazu gewinnen. Wir werden aber auch natürlich die Mittelständler nicht vergessen, sondern auch da wird weiterhin Typo 3 ein starkes Produkt sein. Okay. Ja, vielen Dank, Oliver Thiele, ja, Freelancer und allen bekannt aus Schulungen, selber teilweise wahrscheinlich über ihn gelernt. Okay, danke. Tschüss.